Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sinnlos im Wasteland, meine lieben Freunde. Hat man das eine Zwiebel und der andere, Mene. Ja, moin. Tag. Ich würde mal gerne noch die Autos auseinandernehmen. Ich weiß nur nicht, ich glaube, da bin ich komplett überladen. Ja, das sind wir auch schon. So halbwegs. Womit nimmst du denn die auseinander? Was? Womit nimmst du die eigentlich auseinander? Der hat so einen Schraubenschlüssel. Ach so, alles klar. Ja, wir können, Brille, wir können noch ein paar Sachen hin und her tauschen, um die Überladenheit zu reduzieren. Sozusagen. Ey, deine Taschenlampe ist aber so brutal hell, das ist echt krass. Ja, Batterien sind voll. Ach so, okay. Ich brauche ja keine Batterien. Hast du deinen Schraubenschlüssel auch mit, Mene? Was habe ich noch ein Auto, dein Schraubenschlüssel? Nee, ich habe keinen Schraubenschlüssel mehr. Den habe ich, glaube ich, mal irgendwann verloren, als ich gestorben bin. Oder der liegt in der Kiste oder so. So, wollen wir ein paar Sachen tauschen? Warte mal, da hinten ist noch ein Auto, das nehme ich direkt mit auseinander. Naja, dann. Wenn schon, denn schon. Na, aber. Ah, sicher doch. Die Teile brauchen wir ja dann alle, um mal selber ein Auto zu bauen, dass wir hier fahren können. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß jetzt schon, wie uns der Brille jedes Mal gegen den Baum setzt. Der Fahrtwind. Ja. Über meine blaue Haut streift. Und deine wallende blonde Mähne im Wind, die dahinterher flattert. Ein Auto auseinandernehmen gibt auch immer ein Leder. Alles Lederbezüge. Was siehst du, dann kann ich dir mein Leder zum Beispiel geben, dann bin ich das schon mal los. Ach siehst du, ich habe hier einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Oh, ich glaube, ich habe Hunger, oder was war das? Das hat man echt, ja, das hat man übelst laut gehört, was war das? So. Keine Ahnung, ich dachte, das war im Spiel. Also, was können wir jetzt hier tauschen? Ich kann dir mal Leder geben, wenn du sagst, du hast sowieso welches, und du kannst mir dafür zum Beispiel deine Stofffetzen brechen. Stofffetzen hier. Heb mal das Leder auf. So, dann könnte ich noch zum Beispiel Pflastersteine und Zement nehmen, wenn du möchtest. Das habe ich sowieso en masse. Dafür gebe ich Hast dir... Hast du Eisen, Nitrat? Eisen kann ich dir geben, genau. Und Nitrat, perfekt. Sehr schön. Ja gut, dann habe ich hier Scheinwerfer, Rohre, ja, das ist alles Teile... Öl, Benzin. Oh, Benzin gebe ich dir mal noch hier. Hast du. Das brauchen wir nicht hier, das brauchen wir nicht. Hast du irgendwelche Dosen? Leere Dosen? Die habe ich gerade hingeworfen. Siehst du? Das Papier nimmt der Zwiebel. Ja. Was ist das für ein. Ich habe übrigens eine Bleibatterie für Autos. Ah, sauber. Oh, cool. Und da liegen zwei Sachen für dich auf dem Boden: Messingheizkörper. Den kannst du auseinandernehmen. Kannst du einfach draufdrücken und auf zerlegen. Zwiebel, hebst du die Sachen auf? Ja, Moment. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so voll. Das ich auch. Nicht. Ich hab's jetzt durchs Tauschen von 9 auf 5 reduziert. So, wo liegt das Zeug hier? So, okay. Alles gut. Würde ich sagen, gehen wir zurück, oder? Ja. Ratzen wir zurück. Hüpf. Und dann gehen wir, wenn es wieder hell wird, gehen wir. Könnt ihr immer so weit laufen, so weit rennen. Meine Kondition ist immer so schnell runter hier, weil ich dann so überladen bin. Ich hab 75% irgendwie. Wenn es wieder hell wird, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal das im Schloss dann, oder was? Also jetzt. Ja, einmal abladen, wenn es im Schloss. Ja, oder wir bauen schnell eine Kiste und stellen die hier in die Mitte auf die Kreuzung. Packen alles in die Kiste rein. Bleibt das auch alles da? Ja. Müsste. Okay, dann baue ich eine Kiste. Truhe. Ja, Aufbewahrungstruhe heißt das. Aufbewahrung. Scheiße, ich habe kein Holz. Ja, aber ich baue sie gerade. Holz habe ich noch genügend, könnte da haben. Der Sonnenaufgang, er kommt langsam, dabei ist die Sonne noch gar nicht da, aber die Dinger werfen schon Schatten. Wieso? Du musst sie entblockieren. Nee, ich bin drin, deswegen. Die ist aber immer noch blockiert. Ich bin drin. Entblockieren. Ich bin drin. Langes her mit Ich bin drin. Herr Becker. Was? Er hat da Werbung gemacht damals für Ich bin drin. Ach so, mit dem Internet oder was? Ja. Aufschließen. So, bitteschön. Dankeschön. So. Jetzt ist der drin. Er war kleiner, aber schneller. So. Hier ist eine riesige Sense. What? Eine riesige Sense. Oh. Hier.
Vollidiot, so das ist eine Straßenlampe. Voll die Sende, ey. Ein Idiot. Wartet mal, ich muss mal kurz hier mal raus tabben, nicht, dass jetzt hier mir gerade die Festplatte verläuft beim Aufnehmen. Oh, geh mal raus da, komm. Ja, Moment. Ich habe auch nur noch zwei Maiskolben mit, scheiße. Egal. Gut. Wir brauchen auch Sand, Leute. Denkt dran. Das war knapp jetzt gerade eben. War nur noch 133 GB frei. So. Ja dann, wo war das Schloss? Da hinten irgendwo, ne? Ja, genau in die Richtung, richtig. Ja. Du bist hungrig. Oh. Das räche ich nicht. Und dann fängt es auch noch an zu regnen und... Oh. Und neblig. Und Nebel. Das scheint kein gutes Omen. Hat jemand von euch noch was zu essen dabei? Weil ich habe nur noch zwei Maiskolben. Ja, ich habe gar nichts. Hier, komm her. Ich kann dir einen abgeben. Dann hast du nicht sechs Steaks rausgenommen? Wo sind die denn bitte? Die sind alle aufgebraucht. Wie kann man denn sechs Steaks fressen? Wir haben nicht viel gebracht. Ja, komm. Und in dem Moment, wo man viel tut... Eben. Hätte halt noch Wildbret, 29 Rohe, aber wenn man die isst, vermindert das den Hunger. Da war ein Hase eben, aber ist egal. Komm, lass mal das Auto Auto sein, lass mal zum Schloss gehen. Ich sonst stimmt für die Auto Zuschauer mit. Wieder, dass wir jetzt 5 Folgen das gleiche ankündigen. Bring die Sachen noch zurück zur Truhe und komm danach. Okay. Das ist eine riesige Sense, Leute. Die müsst ihr sehen, kommt sofort zurück. Oh, wer steht denn da oben? Siehst du den, Mene? Ja, den hier sehe rechts. Ich. Das ist der Yeti, was das hier ist. Das ist der Yeti, oder wer bist du? Wer ist das? Ja. Ist da? Hau mal drauf. Und? Ich glaub, Kohle, oder? Das ist Kohle. Vorsicht, da kommt einer. Kohle vorkommen. Oder? Kommt der? Der kommt nicht. Los, mach mal mit. Sofort. Problem ist, ich hab halt... Meine maximale Ausdauer liegt halt irgendwo bei 20. Wo seid ihr? Das ist auch hier, Kohle? Einfach den Weg entlang. Das ist auch Kohle hier. Guck ja. Mal. Jetzt wissen wir, wo das Kohle vorkommt. Ist das Schneebiom hier, oder was? Ja, ja. Ja, gibt's hier Sand oder nicht? Steht bei mir. Nee, Schnee schippt man hier. Und dann wieder Lehm. Es gibt keinen Sand, Leute. Also ich brauche was zu essen, ich verhungere. Ja, ich kann dir einen Maiskolben geben, hier. Oh, ich hab verrotten. Ja, Leute, jetzt lass mal hier keine Scheiße sammeln, lass jetzt mal wirklich zu dem Haus. Ich will jetzt zu dem Haus. Hier, Mene, ich kann dir auch noch einen geben. Da. Und mir ist kalt im Übrigen. Hier ist noch Eisen. Boah, der frisst aber hier. Lass mich auch mal, wenn der nur lebt. Nee, jetzt ist er tot. Schade. Ja, die ist kalt. Das ist ja voll weit weg. Ernsthaft? Ich habe gedacht, das ist jetzt hier. Das ist einfach meilenweit noch durch die Eiseskälte. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus hier wie bei Transsilvanien hier. Ja. Graf Dacula. So. Ja, so weit ist es auch nicht, aber hier unten ist noch irgendwas, eine Tankstelle ist hier unten. Ja, egal, die lassen wir jetzt mal links liegen. Im wörtlichen Sinne. Ja, genau. Wir fangen bei, ist bei euch der Bildschirm auch rechts und links schon langsam mit so Eis? Ja. Ja. Geil. Ich glaube, wir sollten hier raus, wenn wir nicht erfrieren wollen. Ach komm, in dem Haus ist bestimmt ein Feuer, dann wärmen wir uns da. Okay. Das... Zombomat? Alter, wer bist du denn? So ein richtiger Eismensch. Oh oh. Hast du daneben gehauen? Nee, nee. Aber das Ding macht halt auch nicht so viel Schaden. Die Donnerbüchse, das haben wir dir ja gesagt, dass das so eine Stufe 1. Ja, na, ich wollte die halt mal probieren. Ich hab sie ja jetzt im Inventar halt, ne? Ich flute gerade die ganzen Nester in der Hoffnung, Eier zu finden, die ich speisen kann. Kann man die Eier roh essen? Oder ja. Wie? Achso.
Brilli hinter dir. Was? Vorsicht. Da kommt so ein. Kommt er auf mich. Warte, ich bin auch gleich da. Ich kann euch. Jetzt hab ich Hunger, na geil. Ja, ich hab auch immer noch Hunger. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ohne Hunger hier hinzukommen. Also. Mein Bildschirm gefriert. Aua! Ich glaube, das wird unser Untergang hier. Ja. Wir sind gleich oben und da oben machen wir dann ein kleines Lagerfeuer und dann ist gut. Ja, aber wir haben nichts zu essen. Ja, das ist problematisch. Ich würde sagen, wir schlachten Brilli und essen den. Hey. Ich bin blau, ich schmecke nicht. Das ist eine Warnfarbe, meinst du? Aber man hat eine gute Aussicht. Da hinten ist auch so ein ganz anderes Biom, irgendwas mit vielen, vielen Felsen. Sieht aus wie ein Canyon. Ja. Cool. Komm hier, von oben kann echt weit gucken, ne? Ja. Das muss man dem Spiel schon lassen. Ich bin da. Hallo, habt ihr was zu essen für mich? Schuhe abtreten im Chalet, Zwiebel. Ganz wichtig. So, was sagt man, wenn ich jetzt drin bin? Ein Wärmer? Oh, hier haben wir aber gut zu... Uah. Was haben wir? Ich muss erst mal schießen, Moment. Wo seid denn ihr rein? Unten ganz normal, oder wie? Wo seid denn ihr rein? Ja, ganz normal in den Haupteingang. Okay. Naja, das ist schon zu weit für meine. Warte mal, lass mich mal. Okidoki. Dauert ja eine halbe Ewigkeit. Also hier drin ist mir nicht mehr warm, aber mein Hunger ist natürlich trotzdem problematisch. Die Küche ist doch da. Schönes Haus. Wo ist denn die Küche? Bei Kochtöpfe, wer braucht so einen Scheiß? Wer hat Federn in der... Ja! Da war Hühnchenragout. Hey, ein Kochgrill. Ich habe Lehm gefunden. Leim meine ich. Lehm. Habt ihr noch irgendwas zu essen? Ich habe jetzt gerade hier ein Hühnchenragout gefunden. Uah. Achso, die Eier habe ich ja noch. Warte mal, wie kann man denn die Eier da benutzen? Gönnet dir, Junge, komm. Hier ist eine dicke. Kann mal einer mit einer Schrot kommen, kurz? Ja, wo bist du? Geradeaus, einfach geradeaus und dann kommt der gleich aus der Tür raus. Wo? Genau, da drin, Zwiebel, genau. Durch? Links. Ein und links. Liegt, zumindest umgefallen. Also ich steht wieder. Steht wieder auf, lass mich. Spritz. Boah. Und zwei. Ja. Eine dicke und eine dünne. Aber beide jetzt ohne Kopf. Da oben ist irgendwas. Ja, ja. Ein Rucksack. Ah, geh mal aus dem Weg. Au! Entschuldige, geh mal aus dem Weg. Die lassen wir durch. Nee, warte, Moment, ich bin gerade im Inventar. So, jetzt. Obsttasche ist das. So, wenn euch so kalt ist, hier Dose. Fackeln. Nee, kalt war mir nicht, ehrlich gesagt. Also hier drinnen nicht. Aber Hunger. Ah! Pass auf, Brilli. Brilli, Vorsicht. Ja, na klar. Natürlich, sagt er. Wir machen die doch immer. Eine Handtasche. Ah, hier war Schrotmuni. Really? Ja. Komm her, ich habe Schrotmuni gefunden. Geil. Hier atmet doch schon wieder einer schwer. Ja, das auch. Wo ist? Könnte natürlich oben sein, ne? Hier, komm her, wo bist du denn? Hinter dir! Ah! Hier, komm her. Wo ist jetzt deine blöde Schrotmuni? Da! Danke! Is it? Hier ist kalt, aber dann geht's hier wahrscheinlich raus, ne? Dann geh ich hier. Zwiebel, ich hab grad fast auf dich geballert.
Ja. Aber ich will keinen Bürostuhl mitnehmen. Wo geht's denn hier hin? Oh. Oh. Was sind wir denn hier? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das Heile wieder zurückbringe. Hier ist eine geile Grillanlage einfach. Und schön runtergefallen. Scheiße. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ihr seid. Weiß ich selber nicht. Unten oder oben schon? Eine Station höher. Ich muss. Ach, das bist du. Ja, ja. Vorsicht, ich bin hinter dir. Ja. Wieso liegt hier ein Bürostuhl rum zum Aufheben? Den eingesammelt, Pulli. Ja. Kann man da auch richtig drauf grillen oder ist die defekt? Das ist, glaube ich, defekt. Also war geil gemacht hier, du. Oh, hier ist noch eine Tasche. Was hast du denn aus dem Getränkehalter bekommen? Oh, Handwickelstufe 6. Wer ist denn hier schon wieder so am Abkaspern? Eine Dose. Bist du da rüber gesprungen, Brilli, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Ich werde sowas von sterben. Ich muss dann mein ganzes Zeug mitnehmen. Ja, sollen wir zurückgehen? Ich will aber das jetzt hier noch zu Ende loopen. Ende loopen. Ach, guck mal, wer da kommt. Der Onkel von draußen kommt. Bibel, hau mal mit drauf jetzt hier. Ja, lass mich mal. Oder durchkommen. Oh, Kacke, ich hab den Boden kaputt gemacht. Der ruckelt aber wirklich heute wie Sau. Ja, hab ich auch schon festgestellt. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich wohl keine Ausdauer habe, dass das so ein bisschen laggy wirkt. Ja, das ist bei mir auch. Dann macht der erstmal kurz nichts. Oh, hier sind noch ein Bücherregale. Alter, wer will denn hier schon wieder irgendwo rein? Die ganze Zeit. Ja, ja, hier über mir. Dicke. Oh, ich hab den mit dem Po geschossen. Ist aber ein nettes Häuschen hier. Vorsicht. Ich kann die nicht hauen, weil meine Kondition. Au. Jetzt hast du mich erstmal schön gestromt. Ja, ich bin down. Könnt ihr mal meinen Rucksack looten, bitte? Oh fuck, Mene ist gestorben. Warum ist Mene gestorben? Ja, der hat mich getroffen mehrmals. Ah, BAM! Fuck. Ja, dann lootet mich mal, bitte. Richtiges drin? Oh, man kann den dicken und dann rocken. Ja, ist viel, viel gutes Zeug drin, glaube ich. Glaube ich zumindest. Vor allen Dingen mein Werkzeug wäre wichtig. Also Spitzhacke und so weiter. Also das hier ist auf jeden Fall eine schöne Bib. Alter, wo geht's denn hier hin? Könnt ihr die Spitzhacke und so auf jeden Fall mitbringen, bitte? Ja. Ja. Die Spitzhacke. Du kannst aber schnell wieder hier hin. Walken. Wie lange sind die Folgen? 20 Minuten. Nee, 20 Minuten. Das lohnt sich nicht, oder? Nicht in dieser Folge. Alter, ist hier ein Aufzug in diesem Scheißding? Ja, das sieht so aus. What? Was? Ich habe Nitratpulver gefunden. Was ist Herausforderung? Werde zum Hirsch. Eine seltsame Notiz, die ich auf meinen Reisen gefunden habe. Sie ist vom Clan von Slick Willy. Na, wie geht's dir, Freund? Wenn du diesen Brief liest, solltest du wissen, dass meine Leute dich beobachtet haben. Erledige diese kleine Aufgabe für uns und vielleicht darfst du dann den Willys beitreten. Falls nicht, dann mach dich schnell vom Acker. Slick, glatt wie ein Aal, Willy. Herausforderung, töte ein paar Hirsche. Annehmen oder ablehnen?
Da musst du halt Hirsche töten, ne? Akzeptieren wir mal. Fünf Viecher müssen wir lang machen, oder ich zumindest. Das sind, glaube ich, immer Single-Dinger, ne? Ja. Tatsächlich, hier gibt es einen Aufzug in dem Haus. Krass. Fragt man sich nur, wohin der gehen soll. Ja, na, nach oben auf jeden Fall. Da war ja noch was. Oh, Rezept für einen Benzinkanister habe ich gefunden. Ja komm, wir looten mal den Mähne und gehen zurück. Du bist nur gestorben, Mähne. Vor der Tür. Da, wo Brilli, du hast diese die gekillt habt, was mich gekillt hat. Brilli, du hast dir die ganzen Dinger nicht angeguckt, hier die ganzen Bücherregale. Da sind überall Baupläne drin und der Schlagmann, da sind tausend Sachen drin. So, Mene, was soll ich denn noch mitbringen? Deine Eisenhacke? Meine Eisenhacke, mein Feuerwehrbeil, Kohle. Reparaturkit. Die Reparaturkit, genau das. Aber ich bin auch gleich wieder da, also. Ja, dann lass ich's bei dir drin. Ja, lass drin, ich bin gleich wieder da, Schulz. Hey Leute, ich habe hier richtig geile Sachen gefunden. Kannst du noch ein Stück vorgehen? Danke. Ich habe Goldschätze Band 6 gefunden. Ja, pass mal auf, ich habe gefunden hier. Rezept Benzinkanister. Bauplan Motorradfahrwerk. Dann habe ich. Lern es gleich alles, kannst du nicht überladen. Puffermantel. Nee, hier, dann habe ich einen Zementmischer gelernt. Blei. Oh, Blei ist das neue Silber. Finde mehr Blei in Beute. Schlagmann. Baseballschläger kann man fertigen. Dann habe ich hier. Ein Taschenlampen-Mod für die Waffe. Dann habe ich gelernt, Magazinvergrößerung. Eine Laserzielhilfe. Das Haus macht keinen Sinn. Der Fahrstuhl macht keinen Sinn. Wo soll der hingehen? Tja. Mene, Herr Brilli, ja. Hast du noch Papier? Mit? Ja, ob du Papier hast, dann kann ich dir nämlich was geben. Dann wäre ich nicht mehr so ganz brutal überladen. Nee, hab ich nicht. Ich kann's auch wegschmeißen, das bisschen Papier. Wen schießt denn du da? Na, da war einer. Ich nehme das Schießpulver. Achso, Meni ist ja gleich wieder da, hat er gesagt. Alles gut. Hey, Zwiebel. Was ist? Guck mich an. Komm hier durchs Fenster. Aber wie cool er da reingestraft kommt. So, der Mene hat schon Papier, da kriegt er Papier, hat der Mene noch ein bisschen Muni. Machst du jetzt meine Leiche noch voller? Ja. Okay. Ja, halt nur mit Sachen, die du eh schon hattest. Also. Hier ist nichts mehr, oder? Ich hab Hunger. Ich hab so Hunger. Ich auch. Machen wir jetzt am Rückweg, glaube ich. Wie weit bist oder soll ich noch auf Mene warten? Der Mene ist nur noch 12 Meter weg, der ist ja leider. Ja, ich muss nur die Treppe nach oben irgendwie finden. Nicht mehr, wo die war. Hier. Da ist er. Nackt ist bist du hingekommen. Geil. Wo ist meine lila Leiche? Hier. Wo bist denn du überhaupt, Brilli? Der Rucksack da. Hier ist meine Leiche. Ne? Okay. Wo seid ihr denn? Seid ihr oben oder was? Ja. Ich bin oben wieder. In der Bib. Du hast ja gesagt, hier wäre so viel. Ja, ich das hat er ja jetzt alles gelootet. Das habe ich ja alles schon weggelootet jetzt. Hinter der Bib ist noch ein Geheimgang. Rezept Benzinkanister cool. Habe ich jetzt auch gefunden. Hast du auch gefunden? Okay. Habt ihr schon mal hier hinter diesen Bank geguckt? Da ist ja noch. Ich habe 5 Dollar gefunden. 5 Geld. Kannst du zerlegen in Papier. Der liegt nicht gleich. Sagt ihr, wenn ihr rausgeht? Hm? Ja. Geh nochmal gerade um. Diesmal ist ja nichts versteckt. Dieser Fahrstuhl. Hast du den Fahrstuhl gesehen? Ja, ich sehe. Der geht ins Nichts. Das ist total komisch. Doch, hier oben ist noch eine Etage oben drüber. Hier ist noch eine Etage oben drüber. Ich dachte, er hätte alle geguckt. Ich finde hier auch noch Sachen. Echt? Ja. Ja. Also sie ist noch eine Etage oben drüber auf jeden Fall. Okay. Wie kommt man da hin?
Ja, mit dem Fahrstuhl wahrscheinlich. Ja, der ist, glaube ich, außer Betrieb. Komm mal her hier. Fahrstuhl. Guten Tag. Hier hinten reinkommen. Da oben ist noch eine Tasche. Hier, warte mal, lerne, wie man 7-6-2er Hohlspitzgeschosse gefertigt. Fertigt. Sehr gut. Das kann einer von euch haben, das freue ich mich. Ist leer die Scheißtasche. Wo hast du das? Da? Direkt vor mir. Okay. Ah. Und hier, wenn ihr mal hier zum Fahrstuhl kommt. Über Müll zu schleifen. Dann hier hoch guckt. Dann hier hoch. Ja. Scheint doch hier oben. Nee, ist keine Tür. Doch, da oben. Was ist das? Guck mal, da oben ist eine Tür. Kannst du lernen, wie dieser Gegenstand. Was ist das denn bitte? Bunkerknacker. Das ist eigentlich eine Rakete oder eine Bombe. Da geht's nämlich weiter, wenn du das. Bunkerknacker, Leute. Okay, da müssen wir mal runter in den Fahrstuhl rein. Da gibt's bestimmt eine Steuerung. Wenn du unten einfach. Ich hab hier ein Ding. Mene, kannst du das noch aufheben? Mitnehmen hier. Danke. Wo seid ihr? Beim Fahrstuhl. Beim Fahrstuhl. Was hast du denn heute da jetzt? Ja, hier, du kannst, wenn du hier, mal hier hochguckst, geradeaus nach oben, da geht's weiter. Ja, ich weiß, aber da kommt man ja nicht hoch. Ja. Was war das denn? Das ist ein Flugzeug. Flugzeug. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Dieser Fahrstuhl macht überhaupt keinen Sinn einfach. Den sieht man auch von draußen nicht. Der müsste ja hier noch voll weit nach oben ragen. Den siehst du aber nicht. Ja, eigentlich schon. Oh, ich habe eine Kartoffel gefunden. Sehr schön, die können wir, glaube ich, anbauen. Jo. Wo oben, seid ihr? Hier oben an diesem, in dem Turm. Der Fahrstuhl hinführt. Ist er dann da hochgekommen? Außen lang. Das Dach. Das Fenster raus und dann das Dach hochgeklettert. Da ist eine Tasche. Ein Rucksack. Ich mir sowas von verdient, aber der Brilli ist natürlich mit seinem Hammer. Da kommt es ja vor wie eine Bergziege hier beim Klettern. Da muss noch eins nach oben frei machen. Möchte jemand einen Alteisenhelm? Oh, Entschuldigung. Au! Entschuldigung. Leute, möchte jemand einen Alteisenhelm? Nein, danke. Mach doch einfach nach oben eins frei. Macht er dieses komplizierten. Ist da was? Kann man den Rucksack so ran? Und? Toll, da ist nichts drin einfach. College-Jacke. Komm, weg hier. Wir müssen jetzt nach Hause. Okay. Da frieren wir hier alle. Ja, ich will erstmal hier rein mich aufwärmen. Und verhungern ist auch so ein Thema. Okay. Oh, dammit. Ich bin in den Fahrzeug-Dingsbums-Schacht gefallen. Oh. Wo geht's nach Hause? In welche Richtung? Hier. Diese, wo bist denn du, Mena? Süden. Ich bin auf der Rückseite vom Gebäude, verdammt. Hat noch irgendjemand was zu essen? Nee, ich renne jetzt einfach nur nach Hause, ist mir egal. Ja. Ich hab weder was zu essen, mir ist arschkalt, ich bin überladen. Ist einfach geil. Das ist auf jeden Fall eine Stadt. Okay, jetzt habe ich auch noch ein Bein gebrochen. Ja, ich mir auch, 5 Minuten lang. Schön. Ich 59 Minuten lang. Alter, hast du den Rückgrat verschmettert, oder? Ich bin aber komplett Game Over. Lasst mich einfach liegen, Leute. Das ist krass. Also für Zwiebel, wenn du noch was zu essen suchst, ne, immer diese Vogelnester looten. Da sind manchmal Eier. Ja, genau. Ja, leider hier nicht. Scheiß Vogelnest, hier ist überhaupt nichts drin. Alter, was habe ich mir denn da gebrochen? Alles? Ja. Schön.
Herr Doktor, welchen Knochen habe ich mir gebrochen? Ja. Jetzt kommt mir auch noch so ein Viech entgegen. Ich bin ja auch noch da. Junge, wehren kann ich mich noch. Ja, jetzt schießt mich auch noch über den Haufen, Leute. Hast ja schön daneben geschossen, oder? Ja. Ja, sollen wir einfach uns mal verabschieden, weil die Folge geht schon irgendwie. Aua, aua. Ich hab ja noch was zu essen gerade. Also wenn die dich treffen, die tun weh. Ja, lass jetzt doch gerade in der Folge wenigstens in die wärmere Region schaffen. Ja, wenigstens das noch, ja. Dass wir halt nicht gleich hier komplett erfrieren. Das ist aber auch einfach manchmal mega laggy hier. Deswegen schieße ich auch manchmal daneben. Natürlich. Hm. Ich habe keine Pfeile mehr, keine Munition mehr. Hm. Schlecht. 57 Meter. Ich glaube, so einen Bruch hat in dem Spiel noch nie jemand. Ja, du hast den Bruch quasi erfunden, hast du recht, ja. Der ist gar nicht im Code vom Spiel vorgesehen. Nee. Willi hat es quasi komplett erstmal hier. Übrigens, wir haben unsere Kiste ja auch noch, ne? Da müssen wir eigentlich auch noch hin. Ja, ja. Wo rennst denn du eigentlich hin? Wer? Na, du, Brilli. Ja, im Süden. Südwesten ist unsere Hütte. Nee. Ja, aber wir wollen ja zu der Kiste und die war im Süden. Süden ist die Hütte. Was willst du denn im Südwesten? Wir können ja jetzt nicht noch mehr schleppen. Ja, willst du jetzt direkt nach Hause oder was? Ja, sicher. Und dann später nochmal zu Dings oder was? Ja, klar. Oh. Alter, da sind nur Dings drin. Wo rennst du denn immer hin? Wir müssen nach Südwesten. Da wurde das Bett eingezeichnet. Geht cool. Ist. Ja, ich hab alles gebrochen. Ja, und? Ja, auch seinen Sinn für Orientierung. Also seinen Orientierungssinn. Ich bin quasi broken. Ein gebrochener Mann. Der war nicht schlecht jetzt. Der war thematisch echt gut. Oh, ich habe ein Ei gefunden, endlich. Benutzen. Oh, ich sterbe. Oder was habe ich jetzt hier? Verhungern. Okay. Mene ist halt gleich schon zu Hause. Ja, ist er. Ich habe aber ja auch nicht alle Knochen gebrochen wie hier. Seh schon mal die Hütte, die früher mal unser Zuhause. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Wärmere Region. Bist du drin? Ja. Ja, du hast mir jetzt noch gefehlt wie ein Loch im Kopf hier. Hau ab. Ja, halt's mal. Mene, bring mir mal was zu essen und brauche Jahre. Wie gesagt, Eier. Ja, ich finde keine Eier. Ich bin jetzt hier auch wieder in unserem in Biom. Ich habe noch genau 12 Lebenspunkte. 14. 11. Scheiße, warum tickt denn das runter? Ach, weil ich verhungere. Ja, bei mir tickt es jetzt auch langsam runter. Hallo! Ich hab ehrlich gesagt, ich hätte nur rohes Fleisch anzubieten. Ich bin ja nicht schon Bier, sonst ich auch hab irgendwie. Bier, nimm das! Und dann habe ich noch Yucca-Saft. Ich trinke jetzt alles, was ich hier dabei habe. Yucca-Saft ist gut. Der heilt aber nur, oder? Der löscht den Durst ungemein. Alter, okay. Ich bin besoffen. Hast ein Bier erwischt. Also, 6 Dinger, dann bin ich tot. Ach, Kinders, es war schön mit euch. Es war wunderschön. Ein Ei? Gibt's hier vielleicht noch irgendwo ein Ei? Was ist denn für eine Hütte? Das ist unser altes Haus? Ja, muss wohl.
So, 3 Punkte. 2. Ich gehe jetzt nicht über den Fluss. Ich bleibe hier auf der Seite, nicht, dass ich jetzt dadurch meinen Loot verliere. So. Und gesterbt. Ich bin auch gleich dran. Mena hat uns einfach im Stich gelassen, anstatt nochmal zurückzurennen. Was hätte ich machen sollen? Ich habe nichts zu essen einstecken. Da ist kein Ei drin. Das wäre die letzte Chance gewesen. So, dann ich mache mich mal auf den Weg und hol mal meinen Kram, oder? Dann liegt da. Ja, jetzt hast du eine neue Folge anfangen. Oder beziehungsweise jetzt erstmal aufhören. Nee, aber ich muss doch mein Zeug holen, oder? Sonst ja, ist es doch aber weg. Dann lass jetzt eine neue Folge anfangen. Na, erstmal müssen wir die alte ja beenden. Ja. Ja. Dann tun wir das jetzt. Naja, dann machen wir. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Es war unser Tod, wie wir gesagt haben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Sinnlos im Westland. So machen wir das. Ciao.